Meins. Jetzt fängst du auch noch an. Hallo und herzlich willkommen. Ist nicht verknallt, wird das extra. Zu einer neuen Folge. Meins, wie es singt und lacht, Folge 2. So, ey, also. Ich war auf Mikey vorprogrammiert, eingestellt. Dass du jetzt da auch noch zwischenfunkst. Also. Der Gag wird aber irgendwann alt, Jungs. Nee, noch lange nicht. Mann. Ja, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, so ging mir das das letzte Mal auch. Ich habe absolut nicht drüber nachgedacht. Einmal mit Leuten, die so denken, arbeiten. Das wäre aber was, du. Bei mir war das ja noch besser. Da hat er so viele Zahlenfolgen gehabt. Ich dachte, ja, jetzt hat er gar nicht noch nie drauf gedrückt. Ja, bei dir kann ich das ja noch verstehen. Ja, also auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge Westerrade Let's Play mit dem Mikey. Noch Kuckuck. Und dem Menzel. Guten Tag. Und der Presse hinter dem MB dran. Und mir natürlich. Der hier ordentlich presst. Den Fluffy Cat. Pink Fluffy Unicorn dancing on rainbows. Wow. Was denn? Nein. Oh no. Please don't. No. Please don't. Don't do so Sachen. If you go me on the nerven, ne? Genau. I put you in the gully. Ja, mein Englisch ist first scream, du. I love me dead. Herrlich. Ja, ja, also wie gesagt, hier die drei Chaoten vom Dienst sind wieder am Werk hier. Ne? Der vierte ist ja, wie gesagt, in ja wöchentlich. Abgründig. Unabgründlich. Abtrünnig. Abtrünnig ist auch abtrünnig. So die Feldjäger losschicken. Das geht so nicht. Oder erlaubt es im Fernsehen vom Dienst. Ja, echt. KZH oder so, keine Ahnung. Was? Ich denke, das ist Bremen und nicht KZH. Ja, das ist ja. Also, ja, oder so. Wie jetzt? Viel gerade nicht sagen. So. Ja, weil KZH ist doch krank zu Hause. Ja, richtig. Das haut ja gerade irgendwie nicht hin. Nee, KZH bin ja immer ich. Also, ich bin ja grundsätzlich KZH. Ich bin ein bisschen krank, ne? Was? Ja. Aber sonst alles in Ordnung, ja? Ja, ne? Ja, alles best. Feine. Feine. Hier wird nicht gerannt. Ein klar. Doofy. Na, der Doofy. Geht das schon wieder los? Jetzt, das Problem ist, es hört halt nie auf. Nee, geht immer weiter. Da kannst du ja mal Sound reinmachen, da kannst du echt Geld mit verdienen. Womit? Ja, mit Twitch. Bit Alert, oder wie das Ding heißt. Und machst du Doofy da rein? Nee, mit Nickel rein. Mit der Gag. Ja, ich weiß, das Problem ist halt. Habe ich ja letztes Mal geguckt da bei den Sound Alerts, das Ding ist, wenn ich deinen Sound hochlade, kriege ich ihn nie wieder gelöscht, irgendwie. Und ja, ich weiß ja auch, ja, deswegen, ne, ja, Urheber und so. Irgendwie will ich das hier dann nicht in meinem Namen, also, ist ja irgendwie ein bisschen doof. Ja, sprichst du es halt selber hin. Mein Gott. Ja, ich kann aber gar nicht so reden wie der. Doch, leider wohl. Hier wird nicht gerannt. Ja, irgendeiner von euch muss dann Hals-Maul sein. Ja, am besten beide im Chor oder so. Hals-Maul! Ey, klar. Nee. Ja, könnte man machen, theoretisch, ne? Ja. Ja, müssen wir mal eine Session zusammen hier. Sound-Session machen. Vertonen wir einfach alles selbst. Sound-Session. Ja, lassen wir einfach Wetze singen. Was? Da fehlen eh noch zwei Sounds. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Der himmelblauen Trabant wolltest du einsingen und dann war noch irgendwas. Das habe ich leider vergessen. Ja, ich habe vorhin auch gerade, ich habe ein Lied für Kalli geschrieben, da kannst du auch noch singen. Ja. Was, du hast ein Lied für Kalli geschrieben? Ja, du guckst ja nicht in den Chat. Ich habe. Ja, ach so, ach, die Dinger. Ja, von Balle, Bolle reißt die Jungs zu Pfingsten da. Ja, das doch habe ich gelesen. Kam mir irgendwie so in den Sinn, ich weiß auch nicht. Leute dichter werden, oder? Also, sprich, mehr trinken. Wow.
Ja, egal wie dicht du warst, ne? Ja, Goethe war dichter. Ah, meine Damen und Herren. Ne? Es sinkt für Sie das ja. Niveau. Wir sind hier heute mit der Class Niveau minus 5000 unterwegs. Ne? Ah. Ja, bald kannst du mit der Titanic 2 fahren. Was? Das ist kein Scherz. Ich hätte gelesen. Ja, ich weiß ja nicht, also wenn ich abergläubisch wäre, würde ich da ja pauschal nicht drauf hauen, nicht drauf gehen, ey. Ja, ne? Oh, geil, nee, Jungfernfahrt Titanic 2, da passiert bestimmt nichts. Ja. Zack, oh. Eisbär, Mensch, sowas. Das Original quasi also wieder nachbauen. Die in der Werft da, frag mich, wie die hieß. Okay. Und Blue Pacific, schieß mich tot. Was weiß ich. Ja, ja, ja. Stimmt, sind da jetzt mal gelesen, ja. Ja, die haben das jetzt wohl wieder aufgenommen, das Projekt. Tja, die machen das. Diesmal mit moderner Navigationstechnik. Hm? Ja, gut. Ja, den vielleicht. Eisberg sollten sie dann, heutzutage solltest du den Eisberg sehen. Also. Ja, heutzutage siehst du den vielleicht nicht mehr. Der ist vielleicht schon gar nicht mehr da. Ja, nee, der jetzt nicht. Wenn du den grünen, wenn du den grünen klauen sollst, dann. Ne? Aber wenn da einer wäre, würdest du ihn theoretisch, müsstest du ihn anhand des Radarbildes sehen können. Das ist halt früher noch nicht so. Ja, ne? Also ich glaube, Radar hatten die auch. Ja, nee, aber nicht so. Nee, nicht so wie heute, nee. Da stand einer oben im Mast drin, ne? Ja, hier, der von Asterix und Obelix von hinten. Die Gallier! Ja. Zack, Schiff versenkt. Oh Mann, ist der fertig. Ja. Was denn? Jetzt sagt mir noch einer, der von euch hier kennt die Asterix und Obelix-Filme nicht, Mann. Ja, natürlich kennt man die, Mann. Natürlich. Ja, dann wisst ihr doch, was ich meine. Ich habe extra nicht gesagt, was sein auffälligstes Merkmal ist. Ja, das wäre dann wieder das, ne? Was? Ja, dann wären wir wieder bei dem Thema mit den Schweinen letzt. Ach so. Ja, das wäre ein Schwein. Das war wohl ein schweinisches Thema, du. Ja. Die sind ja auch so dritt irgendwie, da haben ja auch Regenpeace mit Anfassen gemacht. Da, also. Was? Ja, die sind doch da weggelaufen zum Ende des Videos, deswegen bin ich ja schnell abgehauen. Die haben da hier, ne? Ach so. Schweinepolonese gemacht. Ja. Hm. Bolognese. Bolognese? mit Schweinehackfleisch. Ja. Da kommt gerade der Homer Simpson. Polonese, Bolognese oder was? Ja, das kann natürlich sein. Jetzt geht sie los. Mit ganz großen Schritten. Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Ja. Als ob, weißt du? Als ob. Ist nicht wahr. Hat er nicht gesagt. Was? Dann gibt's doch ja nicht. Doch, bei Roller. Gibt's doch gar nicht. Bocker. Bin ich, ey? Da stehst du da drauf. Oder so. Hä? Hä? Das ist ja nicht, was du so verliehen hast, aber. Was? Moment. Halt, stopp. Das nimmt komische Ausmaße an. Also alles Bier. Ja. Nee, es ändert sich hier auch nichts. Ja, doch, im NS19 werden wir da ganz seriös. Klar. Aber so, also wir haben, ne, Vorsatz für den nächsten Teil: seriös arbeiten. Gucken, wie lange das dauert. Das haben wir schon mal versucht. Ja, und wir haben das bis heute nicht geschafft. Weißt schon, wenn die, ne, also wie gesagt, wenn nach der ersten Folge da die, ne, nur ein Daumen nach unten da sind, dann weißt du ja wieso. Also irgendwie, ja. Nein, wir sind halt einfach. Ist ja alles, wir machen das doch. Wir sind doch seriös. Wir sind halt seriös chaotisch. Also, da gibt's ja nichts dran auszusetzen. Nee. Das ist richtig. Kommen wir auch schon wieder ganz schön viele Beine runter hier von diesem Feld. Nur drauf, was wir einen Beinwagen leihen, du. Tja. Ne? So, Mikey, komm mal ran hier. Ich bin gerade selber am Ballen fahren. Oh nee! Krass Ballen, oder was? Ja.
Na, wir haben hier Strom. Ballenwagen. Warum liegt hier eigentlich Strom? Ja, warum hast du eine Maske auf? Woher weißt du, dass ich eine Maske auf habe? Moment, wo ist die Kamera in meinem MB drin? Das ist jetzt eher vom irgendwie verstörend, dass du sagst, du hast eine Maske. Ja, eine Katzenmaske. Aber ich meine, das hat ja jeder so sein Hobbys. Ja, ja. Ja, erstmal hier Dings gucken, wo er die Kamera versteckt hat. Ja, im Lüftungsschlitz bestimmt. Das sage ich dir nicht. Jetzt. Ja. Ich drehe mich mal um, ich halte ihm meinen Arsch in die Kamera, dann sagt er mir bestimmt, wo die ist. Was? Ah, hier, guck mal. Oha, jetzt ging auch der Mond auf. Da los. Der Mond ist aufgegangen. Ja. Ja, ich kenne das nicht. Der kann dumm sein. Ja. Wie ein Schnitzel. Mit Pommes. Was, ringsherum bekloppt oder was? Schnitzel. Ein leckeres Schnitzel. Nee, das war falsch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich kann das, also... Du musst doch mal bei Coffee in die Leere gehen. Ja, aber wenn ich das, also wenn ich das so sagen könnte, wie Coffee es kann, ne, dann wäre auch mit mir irgendwas falsch. Also, das steht ja jetzt auf einem anderen Blatt. Wenn ich die gleiche Reaktion damit hervorrufen würde, ja, dann müsste ich irgendwie eine andere Karriere einschlagen. Ich weiß auch nicht. Aber dafür kann Coffee schön singen. Also, das ist richtig. Und übrigens, Grüße gehen raus an Ingo. Ne? Der kann nicht singen. Oder wie? Ja, nee, nur aber, so, einfach so. Aber ich habe gehört, er kann malen. Normaler Ingo. Normaler Ingo. Der Ingo kann nicht, weiß ich nicht, ob Ingo singen kann, hat er noch nie versucht, glaube ich. Also zumindest nicht gemacht. Aber Leute nett begrüßen, das kann er. Wie kein zweiter. Kommt man sonntags mittags schön in den Stream, da wird man so freundlich begrüßt, du. Vom Allerfeinsten. Was hat er denn gesagt? Ja, muss so Clip gucken. Aha. Mal gucken, wenn ich dran denke, verlinke ich den hier mal. Oder in der Videobeschreibung. Ja, der ist halt echt gut. Hat sich aber auch halt echt erschrocken an dem Tag. Ich glaube, Penner war das Wort, was er zu mir gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr. Und Sackgesicht. Ich glaube, Sackgesicht ist auch noch gefallen. Ah, herrlich, ey. Nein, der Clip ist echt gut. Zuck. Ah! Du Penner! Herrlich. Der Ingo. Das war fast so gut wie Kalli damals. Nicht ganz so gut, aber fast. War auf jeden Fall dieser Nachdruck in der Betonung des Wortes war fast identisch. Wobei echt, über Kalli geht nichts rüber. Das ist. Nee, das hat bisher noch keiner getoppt. Das ist einfach. Ah, herrlich. So, Presse wegstellen. Nicht die Presse zurückschieben. So, jetzt müssen wir. Hast du die Presse auch mitgenommen? Herr Wenzel. Wer ist denn da ohne Hänger losgefahren? Ich. Ja, nee, Das ist gelogen. Geht doch alles hier. Ich geh jetzt erstmal gucken, ob ich den Silo auch vernünftig gemacht hab. Ist der, der hier sich die ganze Zeit eine Mais drückt? Will jetzt gucken, ob wir richtig gearbeitet haben. Also, sieht ja gut aus. Du hast auch gestern schon ganz dazu geguckt. Ja, echt cool. Ja, ich hab nur darauf geachtet, dass ihr, wenn ihr mich überfahrt und so. Ist ja schon 50% gegehrt. Das geht aber ganz schön fix. Ja, ist ja auch Qualität. Ja, du. Ja. Ne? Alles gut. So, was machen die Kischis? Hallo. Na? Hast du Bertha gesehen? Nö? Ne? Wenzel?
Sache nicht weg. Wenzel! Hm? Hast du Bertha geschlachtet? Ja. Das war doch schon vor 5 Folgen. Ich hatte Hunger. Aber, ach so, ja, da musst du mal eine ganze Kuh aus Toast. Ja, das ist ja... Ja, hallo? Also, andere essen eine halbe Schwein auf Toast und er ist halt eine halbe Kuh. Ja. Ist auch viel besser. Eben zwischen zwei Toastscheiben, vorher noch gemolken. Und ein Glas Milch dazu. Das ist so schön. Ja, dann stark. Herrlich. Ich stell mir das jetzt gerade bildlich vor, jetzt bin ich durch. Noch mehr als heute. Ja, weißt du, Gwenzel steht mit der Kettensäge am Milchstand. Ja. Oh, hier nochmal beide geben. Naja, so ist halt der Wenzel. Ne? Ja. Kurzer Prozess. So, ich wollte irgendwas tun. Ich weiß nicht mehr was. Den Ballenwagen wollte ich tun. Ballenfahren? Ja, da brauche ich einen Ballenwagen für. Doch, kann er. Er macht zwei. Ja, in dem Moment, er hat keinen Frontlader. Ja, das ist Pech. Doch, schmeißt ihn wieder mit der Hand rauf. Ups, er ist auch voll durch den Busch hier. Alter, Hulk. Ich fahre hier eine Grütze. So, aber das, ja, wie gesagt, wie ich das jetzt löse, das seht ihr dann jetzt nicht. Weil die Folge ist schon wieder vorbei. Nein, mal gucken. Dann seht ihr das in der nächsten Folge. Ja, mal sehen. Mal sehen, was wir dann sehen in der nächsten Folge. Ne? Vielleicht sehen wir dann auch was anderes. Vielleicht sehen wir dann Gäste oder so. Brauchen wir Soundboard. Ich brauche Soundboard. Ja, so grillen, so hört man auf Knopf. Hörst du die Grillen? Hm, ich rieche nichts. Genau das. So. Ich dachte, fang ich in Bremen. Ja, ja. Der Olaf war halt schon dort. Das ist das Problem. Also, das ist abgefärbt. Na, eben das kurz wieder. Nee, ich musste mir das dumme Sprüchebuch mal eben abholen da. Den Eimer mit Erfolg sozusagen. Ja, natürlich. So, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitspielen an euch. Und wir sehen uns, hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.